Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem SV Werder Bremen. Ja, ihr denkt euch wahrscheinlich beim Thumbnail, hä? Was hat er sich dabei gedacht? Wolfsburg und Werder Bremen in der Europa League? Das kann doch gar nicht sein. Aber tatsächlich ist es so. Europa League Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Absolut kurios, aber es ist tatsächlich so, liebe Freunde, wir spielen in der Europa League ausgerechnet gegen den VfL Wolfsburg, unseren Bundesliga-Gegner. Sie sind in der Ligatabelle so ein bisschen im Kampf um die Europa League, beziehungsweise noch um die Champions League, weil der Leverkusen nicht allzu weit ist. Ja, und die haben Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale rausgekickt. Wir haben Lokomotive rausgekickt. Und nun, wie gesagt, der VfL Wolfsburg in diesem Europa League Viertelfinale. Ihr habt wahrscheinlich auch schon gesehen, es spielt die beste Mannschaft, die ich auf den Platz bringen kann. Ich dachte mir so, ja, warum sollte ich irgendwas hier testen? Ich meine, es ist der VfL Wolfsburg. Wir wissen alle, wie gut die sind. Von daher, here we go. Europa League Viertelfinal-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg, gegen den SV Werder Bremen. Absolut kurios, vor allem für den VfL Wolfsburg. Achtelfinale Gladbach, Viertelfinale Werder Bremen. Schalke ja leider draußen. Ihr seht hier die anderen Partien. Ich zeige euch natürlich heute die Partien wieder in 90 Minuten. Ich habe euch gesagt, vor diesem Let's Play, ich zeige euch alle Europa League Spiele komplett in voller Länge. Auch wenn es sogar vielleicht eventuell in eine Verlängerung gehen würde. Uja hat im letzten Spiel einen Doppelpack erzielt. Wir sind in der Tabelle richtig gut. Ach so, Berndt Lehne spielt hier. Konstantin Enge, okay. Und natürlich Slatko Junusovic. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, wir sind in der Bundesliga-Tabelle richtig gut. Wir haben 9 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, 6 Punkte Rückstand auf die Bayern. Nächste Folge dann das große 6-Punkte-Spiel gegen die Bayern. Mit einem Sieg sind wir auf 3 Punkte dran. Bei einer Niederlage haben wir 9 Punkte Rückstand auf die Bayern und die Meisterschaft scheint dann schon entschieden zu sein. Aber jetzt ist unsere volle Konzentration auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg klar. Das wird ein tolles Fußballspiel. Da könnt ihr mal sicher sein. War schon ziemlich kurios. Schon wieder ein deutsch-deutsches Duell in der Europa League. Also, let's go. Wolfsburg in grün und weiß, Werder hier in blau. Ich nehme das immer so als dunkelblau wahr. Ihr seht heute mal eine etwas längere Aufnahmesession, weil ich um 1 begonnen habe mit aufzunehmen. Und jetzt haben wir es 14:19 Uhr. Um 15 Uhr beginnt das Spiel zwischen Türkei und Kroatien. Da dachte ich mir, ja komm, warum jetzt nicht noch eine Folge aufnehmen? Ich dachte mir so, was willst du sonst noch die restliche Zeit machen? Letzten ja, 40 Minuten, da dachte ich mir, da kannst du jetzt auch noch eine Runde FIFA 16 Karrieremodus aufnehmen. Dann hast du endlich wieder ein bisschen Polster. Weil ich morgen nämlich nicht aufnehmen kann. Gründe möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Und dienstags kann ich es auch nicht aufnehmen. Also, ja. Auch wenn ich noch ein paar The Legend of Zelda Twilight Princess Parts brauche. Aber das gehört jetzt gar nicht hierhin, meine Planung. Jetzt kommt erstmal Wolfsburg mit Maximilian Arnold. Natürlich auch mit Christian Dresch wieder Arnold. Jetzt zu Nali. Nochmal hier, nochmal mein Hinweis. Solltet ihr Ideen haben für das nächste Jahr, also für das nächste FIFA 17, was ich da machen könnte, heißt entweder Karrieremodus mit Werder Bremen, vielleicht auch mit einer anderen Mannschaft. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich kann auch von mir aus gerne Ultimate Team zeigen. Ich bin mir nämlich selber noch nicht sicher, was ich bei FIFA 17 euch zeigen werde. Wann das Let's Play da startet, don't know. Aber ich würde eigentlich FIFA schon gerne zum Release spielen, auch wenn es nicht so leicht wird.
Aber auch deswegen möchte ich. Die Gründe möchte ich hier auch nicht nennen. Toni Uccia legt das jetzt super vor. Und Toni Uccia macht's wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab zu Beginn dieser Folge gesehen, ich spiele hier auf Weltklasse. Also nicht, dass einer irgendwas glaubt. Auswärtstor, Toni Uccia. Gegen Gladbach einen Doppelpack gemacht. Und hier macht er das 1-0. Ich glaube, es ist auch wieder schon sein viertes Tor in der Europa League. Uccia ist und bleibt unser bester Goalgetter. Hier sehen wir die anderen zwei besten Goalgetters. Ja, es ist viertes Tor. Damit haben jetzt Juri Tiedemans, Basasi Koglu und Toni Uccia jetzt vier Treffer bei Werder Bremen. Kurios. Und der Rest hat übrigens alles ein Tor. Wie zum Beispiel Santiago Garcia, Yannick Westergaard, Play the Cater, Punkt, Punkt, Punkt. Martinez. Schöne Reingabe. Oh, klasse Kopfball von Kruse. Wiedwald ist da. Auch hier in der Bundesliga 13 Treffer. Ähnlich wie Uccia. Und hat auch in der Europa League 3 Stück vor dem Spieltag gehabt. Ähnlich wie Toni Uccia. Also beide Stürmer ähneln sich. Nur dass Uccia jetzt in der Europa League 1 Treffer mehr hat. Na, Trisch. Uccia setzt sich hier richtig gut durch. Guedes kommt da aber nicht durch. Also würden wir eine weitere Saison spielen, dann würde es richtig schwer sein, Uccia zu halten, weil ich denke mal, wir würden richtig tolle Angebote bekommen. Ich meine, er ist der Top-Vorbereiter der Liga. Er gehört mit zu den besten Torschützen der Bundesliga. Hat in der Europa League auch schon häufig getroffen. Ich weiß gar nicht, wie seine Statistik im DFB-Pokal ist. Da hat er wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Tor geschossen. Also, so ein typischer Spieler nach dem Motto, Vereine sind interessiert. Also Junuzovic, der hat in der Bundesliga und auch in der Europa League schon das ein oder andere Tor gemacht. Das hatte ich schon mal nachgeguckt. In der Liga allein 7. Ich glaube, in der Europa League hat er auch 2 Stück gemacht und einige Vorlagen noch dazu. Also Junuzovic durchaus stark beim VfL Wolfsburg. Ein sehr wichtiger und starker Leistungsträger bei den Wölfen. Was ist die Kuglu? Oh, richtig schön ausgenutzt. Und da ist Uccia. Und 2-0. Was ist denn hier los? Rodriguez grätscht ins Leere. Und dann Toni Uccia. Oh, da habe ich ihn richtig schön genutzt. Richtig tolles Ding. Und Uccia erhöht auf 2-0. Wie gesagt, guckt euch nochmal den Beginn dieser Folge an. Ihr seht, wir spielen hier immer noch auf Weltklasse. Ich sehe hier gerade, dass mein Negato-Standbild hat. Das muss aber nichts heißen. Und da sehe ich auch gerade, dass ich tatsächlich auf Weltklasse spiele. Hier gegen den VfL Wolfsburg. Toni Uccia, 5. Tor in dieser Europa League und ist damit unser erfolgreichster Torschütze in dieser Europa League-Saison. Also in der Bundesliga und auch in der Europa League ist er jetzt der Goalgetter Number One. Also hat er sozusagen, wenn man Europa League und Bundesliga Stand jetzt zusammenfassen würde, 18 Pflichtspieltreffer gemacht. Das ist schon stark. Klar, Thomas Müller spielt da nochmal auf einem anderen Niveau. Er hat allein in der Bundesliga 21 erzielt. Wir rechnen mal. Oh, Anschlusstor! Nicht die Champions League mit. Und Christian Dresch verkürzt auf 1-2. 40. Spielminute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist ein tolles Fußballspiel. Weiterhin ist die Ausgangsposition für uns immer noch Bombe, weil wir haben jetzt sogar 2 Auswärtstore erzielt. Also läuft eigentlich sehr gut. Christian Dresch erzielt sein 2. Tor in dieser Europa League und verkürzt für den VfL Wolfsburg vor der Pause noch auf 1-2. Lebenszeichen der Wolfsburger. Wir haben ja hier schon einige kuriose Begegnungen in diesem Let's Play erlebt. Ich sag ja nur Ajax Amsterdam.
Und auch gegen Bayer Leverkusen, ne? In der Rückrunde haben wir ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Kruse. Ja, Wolfsburg kommt jetzt mal ein bisschen gut. Slatko Junovic und wieder Max Kruse. Ja, vor der Pause. Wolfsburg lebt wieder. Schöne Kombination über Junovic und Kruse. Am Ende entsteht daraus leider kein Tor. Tottenham führt gegen Neapel und die restlichen Spiele stehen noch bei Remi. Na, Eindhoven immer noch dabei, also es wäre schon kurios, wenn wir irgendwann in der Europa League hier auf Eindhoven treffen würden. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir den VfL Wolfsburg aus der Europa League kicken. Jetzt hier habe ich ja in dieser Europa League eigentlich nichts vorgesetzt, auch wenn unser Verein gesagt hat, ja du, mach mal das Finale. Aber ich habe ja als Ziel eigentlich nichts wirklich großartig ausgesetzt. Ich war ja schon allein überrascht, dass wir durch die Gruppenphase durchgekommen sind. Und dann hatten wir dieses Drama gegen Everton. Und kurz vor Schluss hätten wir sogar noch gegen Lokomotive kassiert. Und wären rausgeflogen. Na, als Donali dann abseits, jetzt aber nicht mehr. Und das ist toll! Das ist toll! Das ist einfach nur wunderbar! Was für ein tolles Tor von Öztunali. Ein schönes Tor. 3-1. Wieder Rodriguez mit dem Fehler. Und das ist so schön. Den setzt der da oben in den Winkel. Also ganz ehrlich, Benaglio, ohne Chance. Ein tolles Tor von Levin Öztunali. Zweites Tor in dieser Europa League für ihn. Und was für ein schönes. Es sind die Folgen der schönen Tore. Also beschweren könnt ihr in diesem Let's Play nicht, Arnold. Arnold fast mit dem nächsten Traumtor. Was ist denn hier los? Virinha und Schürrle kommen für Martinez und Kelly Jiri. Ich wollte gerade sagen, also ihr könnt euch in diesem Let's Play nicht beschweren, dass wir hier ein paar schöne Tore erzielen. Nein, lasst mal das Let's Play so an euch vorüberziehen. Was haben wir nicht für schöne Tore in diesem Let's Play erzielt? Unglaublich. Weil so viele wunderschöne Tore habe ich auch noch nie erzielt. Das ist richtig unterhaltsam, dieses Let's Play. Deswegen nehme ich das eigentlich immer sehr gerne auf. Weil das richtig unterhaltsam, das Let's Play ist. Für euch ist es vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich jetzt doch ein bisschen an Dominanz gewinne. Liga wie Europa League technisch, aber es wird trotzdem gefährlich immer wieder. Erinnert euch an die Europa League Spiele. Ich sag nur Rückspiel gegen Everton, Rückspiel gegen Lokomotive. Die Stoßphasen, die waren immer brandgefährlich. Und immer wieder eng. Also spannend ist dieses Let's Play absolut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde dieses Let's Play unterhaltsam. Klar gibt es immer wieder diese schwachen Perioden, wo es ein bisschen langweilig wirkt. Aber ich finde, Unterhaltung hat das Let's Play. Absolut. Musovic. Vestergaard fährt. Allein auch heute wieder. Das ist jung. Schürrle. Kriegt er da noch den Ball in den 16er? Ja! Aber scheitert an Vestergaard. So, jetzt reagiere ich auch mal ein bisschen. Öztunali ist K.O. Ich bringe Bartels und Lorenzen auch. Und Fritz bringe ich für Tiedemanns. Wir müssen ja auch ein bisschen vorausschauend arbeiten in Sachen Bundesliga. Hab's euch ja schon zu Beginn dieser Folge angekündigt.
Nächstes Spiel. Bayern München. Hier nochmal das tolle Tor von Özdemir. Also ganz ehrlich, Chapeau, das ist ein Traumtor. Ecke. Junuzovic. Klasse geklärt davon, Wiedwald. Ah, Lorenzen. Schlechte Ballannahme. Und der VfL Wolfsburg kommt wieder über den schwachen Rodriguez heute. Und Luki mir erklärt. Wolfsburg drückt. Will jetzt zumindest mal auf 2-3 verkürzen. Boah. Weil ein Unterschied von 2 Toren im Rückspiel, im Hinspiel der Europa League, im eigenen Stadion, ist natürlich richtig schlecht. Und Lorenz, das macht er stark. Lorenzen. Unaufhaltsam gegen den heute schwach agierenden Rodriguez. Und fast der Knockout. Durch Toni Ujas drittes Tor in diesem Spiel. Also fast wäre das Hinspiel hier gegessen gewesen. Klose raus, Dante rein. Hartels. Lorenzen. Hab mich nicht getraut, mit Uja da abzuschließen. Ja, war eine schwierige Position. Klar, ich hätte vielleicht noch auf Fritz ablegen können. Ecke, Fritz. Genau in die Hände von Benayo. Jetzt muss das mal ein bisschen schnell laufen bei den Wölfen. Kommt aber nicht. Bartels. Lorenzen. Lorenzen! Wahnsinn! Benayo! Oh! Ich dachte mir, der Winkel ist ein bisschen schwierig, aber wir haben heute so einen schönen Tag. Und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt haust du mal drauf und dann wird das brandgefährlich. Dass der eine Schusstechnik hat, der Lorenzen, das haben wir in diesem Let's Play bewiesen. Bin leider mit dem Fehler. Klar, für die Wolfsburger Fans ist es ein grauenhaftes Spiel, aber... Ah, Schiedsrichter im Weg. Jetzt müsste es schnell gehen beim VfL Wolfsburg. Jetzt ist Werder Bremen aufgerückt. Machen sie auch schnell. Max Kruse. Kruse, 84. Minute. Legt den Ball in den 16er. Auf jeden Fall verpasst. Und gerade so noch Pierre-Emil Höwier. Also vielleicht merkt man, ich hab Spaß bei diesem Spiel. Ecke Junuzovic. Dante kommt nicht ran. Ah, Fila Wiedwald, Arnold, Kruse, Kruse, Kruse! Und Lukimia noch mit der Fußspitze dran. Oh! Ecke, Benayo vorne. Klar, die müssen unbedingt das 2-3 machen. Oh, Fehler! Dante! Tor! 2-3! Wolfsburg ist wieder drin! Ah, Wiedwald rumpft dann den eigenen Mitspieler um und deswegen konnte ich eigentlich gar nicht mehr reagieren. Hier, der Wiedwald, der seinen eigenen Mitspieler rumgrätscht. Und dann Fritz, der da nicht rankommt. Ich hab mich. Wessager, der nicht rankommt. Und dann steht es hier nur noch 2-3. 88. Minute. Spiel ist natürlich aber noch nicht vorbei. Alles ist klar. Guedes. Heuberg. Garcia. Bremen bleibt dran. Aber Wolfsburg kontert im eigenen Stadion. 4 Minuten gibt es noch oben drauf. Fritz dazwischen. Nochmal. Heuberg. Lorenzen läuft mit. Lorenzen. Findet Bartels. Bartels. Bartels wird ein bisschen gezogen, aber es ist zu wenig für den Strafstoß. Nochmal Wolfsburg, Junuzovic, Knoche. Jetzt kommt nochmal Wolfsburg. Aber abgewehrt, das war's. Also das war aus meiner Sicht ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber aus meiner Sicht war das ein tolles Spiel. Uja, Man of the Match, mal wieder, schon wieder ein Doppelpack erzielt. Also in 2 Spielen 4 Tore. Läuft bei Toni. 3 Schüsse, 4 Tore. Ach, genau, 3 Schüsse, 4 Tore geht natürlich auch. 3 Schüsse, 2 Tore, meinte ich.
Aber was für ein tolles Endspiel. Chancen für uns zum 4:1. Und dann am Ende kommt nochmal Christian Dresch. 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, Chancen zum 1-4. Und dann nochmal zum Schluss. Alter, was für eine Chance da von Lorenzen. Boah. Tolle Fußballspiel. Aber ich sag mal so, im Hinspiel könnten wir rein theoretisch sogar 0-1 verlieren und würden trotzdem in die nächste Runde einziehen. Also, Rückspiel wird, aber ich denke mal, alle ausgewechselten Spieler haben eine Vorlage gemacht. Was das sich Koglu, Özcanali, Tielemans. Tottenham gewinnt 2:1 gegen Neapel, Fenerbahce, Marseille unentschieden. Und Rom spielt gegen Eindhoven ebenfalls 1:1. Also bei uns war ziemlich die Party. Nächstes Spiel ist natürlich gegen die Bayern. Na, eigentlich muss ich die Bayern gar nicht mehr. Eigentlich muss ich mich. Oh, Alter, 22 Treffer hat der Müller schon. Gut, okay. Ja, motivieren ist klar. Obwohl die Mannschaft schon, denke ich mal, motiviert genug ist. Haben sie geleitet. Okay. Also ich fand, das war ein tolles Fußballspiel. Also hat Spaß gemacht. Danke, Chef. Okay. Heuberg trifft auf Bayern München. Ja, unsere Mannschaft ist ein bisschen angeschlagen. Also ich weiß noch nicht, wie wir gegen die Bayern spielen. Ich meine, dann haben wir auch das Rückspiel gegen Wolfsburg. Ich weiß noch nicht, ich werde mir dann was überlegen. Aber dann halt erst in der nächsten Folge, wo wir dann das komplette Spiel haben gegen die Mannschaft vom FC Bayern München. Oh, die Ergebnisse sind schon durch. Hamburg gewinnt 3-0. Dortmund gewinnt 2-0. Schalke spielt unentschieden. Köln schlägt Freiburg, Stuttgart spielt unentschieden gegen Lautern. Und in der Tabelle sieht das so aus. Köln jetzt von 16 auf 14 gesprungen. Köln lebt also noch. Ja, und Dortmund ist wieder theoretisch dran. Also, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage bis dahin und ciao.